Motschmann, CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Nichts ist gut in Afghanistan. All diese Strategien, Sie haben uns lange darüber hinweggetäuscht, dass Soldaten nun einmal Waffen benutzen und eben auch Zivilisten getötet werden. Diesen Vorwurf erhob Margot Käßmann in ihrer denkwürdigen Predigt zum Neujahrstag 2010. Es ist schon, meine Damen und Herren, gediegen abwegig, dass man sich darüber täuschen kann, dass Soldaten Waffen benutzen. Nichts ist gut in Afghanistan, beklagt übrigens auch ihr Nachfolger im Amt, Nikolaus Schneider, vor 3 Wochen bei der Vorstellung einer Stellungnahme der EKD zum Einsatz in Afghanistan. Und er betonte, dass er Käßmanns Aussage für im Wesentlichen zutreffend halte. Ich teile diese Position nicht. Herr Trittin, ich teile auch nicht Ihre Position, dass diese Stellungnahme hilfreich sei. Wer gehofft hatte, eine klare ethische Orientierung zu bekommen von dieser Stellungnahme der EKD, wurde enttäuscht. Das Papier beinhaltet die Ablehnung des Militäreinsatzes und gleichzeitig aber auch seine Begründung unter bestimmten Bedingungen. Das ist zu unklar, und mit einer Doppelstrategie können wir den Einsatz von unseren Soldaten nicht begründen, meine Damen und Herren. Wenn wir erneut den Beschluss fassen, den Einsatz unserer Soldaten in Afghanistan zu verlängern, müssen wir hinter diesem Auftrag stehen, und zwar geschlossen, und daran mangelt es so oft. Schließlich sind unsere Soldatinnen und Soldaten bereit, mit ihrem Leben für den Schutz anderer einzustehen. Deshalb haben sie unseren Dank verdient. Wir sind nunmehr über ein Jahrzehnt an der Mission beteiligt, in der es ja letztlich darum geht, die universell gültigen Menschenrechte durchzusetzen und zu verteidigen. Wer davon ausging, dass beides konfliktfrei oder auch zügig zu haben sei, war naiv. Afghanistan ist seit langem Schauplatz bewaffneter Konflikte. Die Taliban, die Mitte der 90er Jahre die Macht an sich rissen, führten das Land und seine Menschen in eine internationale Isolation. Und wer vergessen hat, was damals los war, die katastrophalen Verhältnisse, die katastrophalen Menschenrechtsverletzungen, die schwierige Situation oder schlimme Situation für Mädchen und Frauen in Afghanistan, der kann nicht so reden wie Sie, Herr Gysi, über die Ergebnisse des ISAF-Einsatzes. Es war schlimm. Es war schlimm. Ich will mich aber in meiner Rede konzentrieren auf 4 Punkte, die sich mit dem Erreichten beschäftigen, weil ja wir immer geneigt sind, über das Nicht-Erreichte zu reden, rede ich in 4 Punkten, und das kann ich kurz machen. Erstens, Herr Steinmeier hat es gesagt, die Sicherheitslage hat sich verbessert. Es werden eben keine Terroristen mehr in Afghanistan ausgebildet, und das ist ein Erfolg. Die Verkehrswege können von den eigenen afghanischen Kräften gesichert werden. Gleiches gilt auch für die Ballungsgebiete. Allerdings gibt es natürlich auch hier noch erhebliche Defizite. Zweitens, den Afghanen geht es deutlich besser, Herr Gysi. Mehr Menschen als jemals zuvor haben heute Zugang zu Wasser und Strom. Das ist wichtig, das ist existenziell wichtig, und da können Sie doch nicht so tun, als sei es nicht besser geworden für die Menschen in dem Land. Im Übrigen, die neue afghanische Verfassung enthält auch einen umfassenden Grundrechtskatalog und sieht eine unabhängige Kommission der Menschenrechte vor. Darüber hinaus haben die Afghanen die meisten völkerrechtlichen Verträge ratifiziert, und daran kann man jetzt anknüpfen, darauf kann man aufbauen, weil es natürlich an der Umsetzung noch mangelt. Drittens,
Und das ist mir jetzt besonders wichtig. Es gibt eben wirklich Fortschritte für Frauen und Mädchen in diesem Land. Die Lebenserwartung ist deutlich angestiegen. Die Säuglings- und Müttersterblichkeit konnte signifikant reduziert werden. Der Anteil der Mütter, die bei der Geburt medizinische Hilfe erhalten, hat sich von 2003 bis 2011 versechsfacht. Die meisten afghanischen Kinder konnten mittlerweile gegen die gefährlichsten Krankheitserreger geimpft worden. Und es ist hier wiederholt gesagt worden, gut 9 Millionen Kinder gehen mittlerweile zur Schule. Davon sind fast 40% Mädchen. Zum Vergleich, unter den Taliban besuchten weniger als 500.000 Kinder die Schule. Mädchen mussten, wenn überhaupt, im Verborgenen lernen. Heute studieren Frauen in Afghanistan. Sie stellen sich zur Wahl. Das ist doch ein Erfolg. Das dürfen wir auch nicht kleinreden, meine Damen und Herren. Die Frauenrechtslage hat sich eben seit dem Taliban-Regime deutlich gebessert, wenngleich wir natürlich, und ich bin nicht naiv, wissen, dass die Bedrohung von Frauen durch Gewalt noch ein ganz ernstes Problem ist. Der vierte Punkt ist auch schon erwähnt worden. Deutliche Fortschritte gibt es auch beim Wiederaufbau und bei der wirtschaftlichen Entwicklung. Die staatlichen Einnahmen haben sich seit 2002 mehr als verzehnfacht und das jährliche Pro-Kopf-Einkommen erhöht sich Jahr für Jahr beträchtlich. Man kann also durchaus den Blick auf die Dinge richten, die eben viel besser geworden sind. Und aus all diesen Gründen können wir mit gutem Gewissen Ja sagen zur Fortsetzung des Mandats bis Ende des Jahres. Allerdings, Afghanistan braucht, auch das ist gesagt worden, auch in Zukunft unsere Unterstützung. Wenn unsere Soldaten Ende des Jahres das Land verlassen, dürfen sich die Menschen in Afghanistan bitte nicht verlassen fühlen. Unsere Hilfe und Unterstützung, dann in anderer Form, bleibt unsere Aufgabe. Daher ist die Perspektive, die hier auch genannt wurde, einer friedenssichernden Anschlussmission an das ISAF-Mandat ab 2015 besonders wichtig, muss allerdings auch natürlich basieren auf Voraussetzungen, die noch geschaffen werden müssen. Fazit, meine Damen und Herren, die Lebenssituation in Afghanistan war vor dem ISAF-Einsatz hoffnungslos. Heute haben viele Menschen zumindest wieder eine Perspektive. Und ich sage ganz deutlich auch zu Ihnen, Herr Gysi, jedes Kind, das heute zur Schule geht, bedeutet Zukunft und ist ein Fortschritt. Jedes Mädchen, jede Frau, die von den Bildungsangeboten profitiert, bedeutet Zukunft. Sie haben das alles negiert, Sie haben das alles niedergemacht. Das kann nicht sein. Jeder wirtschaftliche und gesundheitspolitische Fortschritt bedeutet Zukunft. Jeder noch so kleine Meilenstein zur Verwirklichung der Menschenrechte bedeutet Zukunft, Zukunft für Afghanistan. Und deshalb danke ich abschließend allen, den Soldaten, den Polizistinnen und Polizisten, den vielen Einsatzhelfern in den Hilfsorganisationen für ihr Engagement, für ihre Hilfe, für die Menschen in Afghanistan. Und das muss uns immer mehr interessieren als vieles, vieles andere. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Felgen. Motschmann, auch Ihnen darf ich ganz herzlich im Namen des Hauses gratulieren, denn es war auch Ihre erste Rede. So, dass